mein Gott, wir sind tot. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Hammond. Alles klar. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Na gut. Dann speichern wir nochmal. Und bewegen uns mal wieder in Richtung Monorail. Keiner? Da müsste jetzt gleich einer kommen. Gefühlstechnisch. Quasi. Oh, oder auf der Brücke warte wieder ein großer. Das kann natürlich auch sein. Auf Ebene 1 kann ich nicht mehr. Lastenaufzug. Okay. Ich habe schon mal einen Schrei gehört. Wieder so ein Freak. Irgendwo noch einer? Nein. Muss ich doch, ne? Ja. Dann erstmal gucken, ob da keiner wartet. Sehr schön. Shop, was sagt der dazu? Hm. Inventar. Halbleiter-Rubin. Verkauft, aber sicher doch. So viele Stase-Packs, die braucht doch kein Mensch. Mal eins, ja. Energielaserkanone. Kein Plasma mehr. Nicht den Cutter. Die Energie für den Cutter. Schaut auch schon gleich wieder sympathischer aus. Muss ich hier mal gucken, wie die Pack technisch. Den kleinen Luftkanister kann man verkaufen. Dafür kaufe ich mir jetzt einen mittleren. Weil man weiß ja nie. Nein. Und na, vielleicht doch ein mittleres Medipack. Was sagt das Inventar jetzt?
Ja, wunderbar. Und nein, ich habe die Medipacks im Safe nicht vergessen, aber die großen will ich noch kurz aufheben. Wow! Und plötzlich steht der Kribbel vor dir. So. Und es geht direkt weiter mit Kapitel 9, Tod bei Ankunft im Frachtraum. Jo. Laden. Wenn Sie Gegnern Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Arschlecken spare ich Munition, das kostet Munition. Naja. Oh, da steht was. Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Der sollte seine Rig mal überprüfen, wenn er da ständig Verbindungsabbrüche hat. Sunday Services. Oh, the Quad. Was auch immer das heißt. Was steht da so? What are you willing to give up your life for? Wurde ich das nicht schon mal gefragt? In grauer Vorzeit? There is no way out. There is the way out. There is the only way out. Was? Soll es Death heißen? Könnte Death heißen. Egal. There is no way out. Death is a way out. Alright. Okay. Danger. Und gleich wieder ein Shop, das ist gut. Dann shoppen wir mal ein bisschen. Na, erstmal gucken, was ich verticken kann. Also, Medipack behalten. Plasma-Energie. War ich vorher schon beim Shop? Kann gut sein. Knoten habe ich eigentlich auch genug dabei im Moment. Ja, weil ich hatte tatsächlich Pause gemacht zwischen dem letzten Kapitel und diesem hier, aber dann waren noch 5 Minuten übrig, Videomaterial. Da wollte ich keinen extra Part für machen, deswegen bin ich jetzt leicht verpeilt. Aber ich habe grob noch so im Kopf, was passiert ist, deswegen... Da ist ein Ding abgestürzt in uns und der, also in die Basis hier oder das Schiff, also in die Ishimura. Genau, und ich soll da jetzt mal gucken. Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kommst. Okay. Und wie mache ich das? Aufgabe hinzugefügt. Okay. Und was soll ich jetzt? Soll ich die kaputt machen? Ich mach einfach mal kaputt. Hui.
Wow. Hallo, kleiner Freak. Weg. Okay, das heißt, ich zieh dich mal an. Nein. Wow! Sag halt was. Also, zieh ich dich mal an und da runter. Was denn? Wer hat mich jetzt? Oh, diese hässlichen kleinen Dinger. Moment. Radioaktives Material entfernt. Hä? Mann, Viecher. Ich habe auch immer meine Luft schön im Auge, aber da habe ich ja erst aufgepimpt. Sag mal da. Was? Ach, Himmel! Boah. Viecher über Viecher. Ich hasse sie. So. Ja, gut. Wo war das? Da. So. Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Reicht nicht ganz. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. So. Wo geht's jetzt lang? B. Hui, blub, blub, blub. Hä? Ah. So. Jetzt müsste ich wieder Sauerstoff kriegen. Genau. Was war das? Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Maschinenraum, alles klar. Ich nehme massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. So, erstmal speichern. Alles andere.